Hey Leute und willkommen bei Animart. Aktuell läuft die zweite Staffel von The Misfit of Demon King Academy bei Crunchyroll. Und aus gegebenem Anlass schauen wir uns heute gemeinsam nochmal die erste Staffel an. Das Baby kann sprechen und sich selbst einen klangvollen Namen geben, nachdem es in weniger als 24 Stunden geboren wurde. In der nächsten Sekunde wird es vor den Augen seiner Eltern größer und verwandelt sich von einem Baby in einen kleinen Jungen. Unmittelbar danach, kurz nachdem er einen Monat alt ist, ist er bereits zu einem jungen Mann herangewachsen und geht zur Schule. Das Übertriebenste daran ist, dass er am ersten Schultag seine Freundin mit nach Hause nimmt. Es fühlt sich irgendwie an wie ein achtfacher Schnelldurchlauf eines Lebens. Was passiert also mit dem Jungen? Nun ja, lasst uns das in der heutigen Zusammenfassung herausfinden. Der Name des Jungen ist Anos und er ist der Dämonenkönig des Dämonenreichs. Nachdem er die Reinkarnation erlebt hat, wächst er schnell zu einem Erwachsenen heran. Auf Vermittlung seiner jetzigen Eltern tritt er in das Dämonenkönig College ein. Dies ist ein Ort, der die Ausbildung des Dämonenkönigs gewidmet ist und an dem alle Eliten der Dämonenwelt versammelt sind. Anos kommt am Schultor an und trifft ein Mädchen namens Misha. Er sieht, wie Mishas Papiere auf den Boden fallen, hebt sie freundlicherweise für sie auf und unterhält sich mit ihr, wobei er erfährt, dass sie genau wie er ein Zivilist ist. In der Akademie werden bürgerliche Schüler von den adligen Schülern immer verachtet. Sobald sie die Schule betreten, werden sie von dem aristokratischen Schüler Zepes provoziert. Zepes versucht, ein schwarzes Feuer zu entzünden, um ihnen eine Lektion zu erteilen, aber Anos bläst nur einen Atemzug und das schwarze Feuer erlischt. Er ignoriert Zepes und nimmt Misha mit, um die Aufnahmeprüfung zu absolvieren. Zepes wird zum ersten Mal von einem Zivilisten ignoriert und sieht unglücklich aus. Als sie am Prüfungsort ankommen, erfahren sie, dass es drei Arten von Prüfungen gibt, von denen die erste ein praktisches Training zwischen den Kandidaten ist. Anos Rivale ist zufällig Zepes. Zepes ist gut vorbereitet, um sich an Anos zu rächen. Er legt eine gute Rüstung an und bringt ein brennendes Zauberschwert mit. Dieses Schwert ist in der Lage, die Stärke seines Besitzers um das Zehnfache zu erhöhen. Zepes greift Anos selbstbewusst an, wird aber von Anos niedergestreckt. Anos Show beginnt jetzt. Er schnippt leicht mit den Fingern und Zepes stirbt auf der Stelle. Anos benutzt dann Magie, um Zepes wiederzubeleben. Er tötet Zepes immer wieder und wirkt Wiederbelebungszauber, bis Zepes vor Angst auf die Knie fällt und sich ergibt. Weil Anos seinen Trick so schnell durchführt, bemerken die Zuschauer auf der Tribüne nicht, dass Zepes schon einmal gestorben ist. Sie sind nur überrascht, dass die Bürgerlichen die Adligen besiegen können, die alle die rein rassige Blutlinie des Dämonenkönigs haben und nicht so leicht zu besiegen sein sollten. Bei der zweiten Aufnahmeprüfung werden Mana-Kristalle verwendet, um das Mana der Kandidaten zu testen. Das Mana einer durchschnittlichen Person liegt in der Regel unter 300, aber Mishas Mana übersteigt 100.000. Sie denkt, dass Anos Mana höher sein muss als ihres, da er so mächtig ist. Unerwarteterweise beträgt Anos Mana jedoch 0. Das liegt allerdings daran, dass der Kristall seine Mana nicht standhalten kann und explodiert. Der letzte Aufnahmetest ist ein Wissenstest über den Dämonenkönig. Und die Ergebnisse des Tests werden erst zum offiziellen Schulbeginn bekannt gegeben. Nach dem Test lädt Anos Misha zu sich nach Hause zum Essen ein. Anos Eltern verwechseln Misha mit Anos Freundin und heißen sie herzlich willkommen. Sie sprechen über Anos, der schon bei seiner Geburt sprechen und sich selbst einen Namen geben konnte und in nur 3 Tagen zu einem Teenager heranwuchs. Sowohl Misha als auch Anos Eltern beklagen sich, dass Anos ein Genie ist, aber Anos sagt nichts dazu. Nach dem Abendessen geht Anos mit Misha spazieren, um seinen überschwänglichen Eltern zu entgehen. Während des Smalltalks hört Anos, wie Misha ihn als freundlichen Menschen lobt und beklagt sich, dass in der Vergangenheit alle nur gesagt hätten, er sei böse. Misha, die fälschlicherweise denkt, dass Anos früher von anderen schikaniert wurde, streichelt ihm beruhigend über den Kopf, was Anos sehr berührt. In diesem Moment beschwört eine Gruppe von Adligen mithilfe von Magie eine Arena herauf, in der Anos und Misha gefangen sind. Der Anführer dieser Gruppe von Adligen ist Zepes Bruder, Leoric. Leoric hält die Niederlage von Zepes gegen Anos für eine Schande für den Adel. Er tötet Zepes zunächst mit Blitzmagie und schließt sich dann mit anderen Adligen zusammen, um Magie zu wirken und Anos zu töten. Unerwarteterweise starrt Anos ihn nur an und er verliert die Kontrolle über seine Magie und wird schwer verletzt. Da er nicht versagen will, will Leoric seine beste Magie gegen Anos einsetzen. Doch seine Magie hat keinerlei Wirkung auf Anos. Um Leoric loszuwerden, verwandelt Anos Zepes mit Hilfe von Magie in einen Zombie und befiehlt ihm, Leoric zu Tode zu beißen. Dann zerstört Anos mit Hilfe von Magie die von Leoric gebaute Arena und lässt Leoric und Zepes wieder auferstehen. Die Brüder fragen entsetzt, wer Anos wirklich ist. Anos verrät stolz seinen Namen, den er als Dämonenkönig benutzt hat, aber die Brüder erkennen den Namen nicht.
Anos ist sichtlich verblüfft. Er dachte, dass in der Welt der Dämonen, die den Dämonenkönig verehren, jeder seinen Namen schon einmal gehört hat. Zu Beginn des Semesters fragt er Mischa nach dem Dämonenkönig, um zu erfahren, dass der historische Name des Dämonenkönigs nicht der seine ist. Das macht Anos sehr frustriert und erinnert sich unbewusst an die Ereignisse, als er noch Dämonenkönig war. Vor 2000 Jahren führte er die gesamte Dämonenwelt gegen Menschen, Elfen und Götter an und wurde von diesen drei Rassen gehasst. Später wurde er des Krieges und des Tötens überdrüssig. Er versprach dem menschlichen Helden Kanon, dass Anos bereit sei, von Kanon getötet zu werden und dass er nach seinem Tod all seine Macht einsetzen würde, um eine Barriere zu errichten, die einen weiteren Konflikt zwischen den vier Rassen verhindern würde. Kanon musste drei andere Rassen als die Dämonen überzeugen, um den Krieg zu beenden. In diesem Moment unterbricht Mischas Stimme Anos Erinnerung. Anos hat bei der gestrigen Aufnahmeprüfung nur den Kampftest bestanden und wurde für ungeeignet befunden, ein Dämonenkönig zu werden. Das weckt sofort Anos Siegeswillen und er beschließt, seine Stärke in der folgenden Studie zu beweisen. Schnell bekommt er seine Chance. Die Lehrerin bittet die Schüler, freie Teams zu bilden und ein praktisches Training durchzuführen. Anos entscheidet sich für Mischa, während die aristokratischen Schüler mit einem talentierten Mädchen namens Sascha antreten wollen. Als er erfährt, dass Sascha die Zwillingsschwester von Mischa ist, versucht er, Sascha in sein Team einzuladen. Unerwartet wird er von Sascha verspottet. Obwohl Sascha die Zwillingsschwester von Mischa ist, ist sie eine Aristokratin. Sie sieht sowohl auf Anos als auch auf Mischa als Zivilisten herab. Anos streitet sich mit Sascha darüber und schließt eine Wette ab. Wenn Anos und Mischa im eigentlichen Kampftraining verlieren, befolgen sie Saschas Befehle. Im umgekehrten Fall müsste sich Sascha ihnen anschließen. Anos Team und Saschas Team beginnen zu kämpfen. Die beiden Teams bauen Bogen mit Magie als Basis. Sobald der Kampf beginnt, befiehlt Sascha ihren Teamkameraden, Mischas Burg zu stürmen. Zu Saschas Überraschung stürmt Anos zu ihrer Burg, noch bevor der Angriff begonnen hat. Mit nur einer Hand hebt er das gesamte Schloss an und wirft es hinaus. Sascha hat Mühe, sich vom Boden zu erheben und befiehlt ihren Männern, gemeinsam zu zaubern und eine riesige Kanone zu beschwören, um Anos anzugreifen. Diesmal benutzt Anos nur einen Finger, um einen noch stärkeren Angriff zu entfesseln und besiegt damit Saschas Team. Mischa, die um die Sicherheit ihrer Schwester besorgt ist, eilt sofort zu Sascha, aber Sascha sieht das gar nicht gern und schreit Anos an. Wenn Sascha wütend ist, erscheinen rote Muster in ihren Augen und viele Menschen haben Angst vor ihr. Anos hingegen lobt ihre schönen Augen. Sascha ist sofort von Anos beeindruckt, gibt den Angriff auf, lässt sich freiwillig auf die Wette ein und schließt sich Anos an. Nachdem sie sich dem Team angeschlossen hat, ändert sich auch ihre Einstellung zu Mischa sehr. Nach der Schule bietet Anos an, Sascha und Mischa nach Hause zu begleiten, aber die Schwestern wohnen an verschiedenen Orten. Anos hält es für unangebracht, sich nach der Privatsphäre der anderen zu erkundigen, also kann er sie nur getrennt nach Hause begleiten. Als Mischa nach Hause kommt, küsst Sascha plötzlich Anos, um ihm dafür zu danken, dass er ihnen geholfen hat, sich zu versöhnen. Zu diesem Zeitpunkt weiß Anos noch nicht, dass sich hinter Saschas Initiative, Frieden zu suchen, ein anderes Ziel verbirgt. Bald darauf nehmen die Schüler der Dämonenkönig-Akademie an einem besonderen Kurs teil. Dieser Kurs wird von einem Dämon namens Ivis geleitet. Ivis ist einer der sieben Dämonenkönige des Dämonenreiches, die Anos mit seinem eigenen Blut erschaffen hat, bevor er starb. Sie gründeten die Dämonenkönig-Akademie, um den nächsten Dämonenkönig heranzuziehen. Anos versteht nicht, warum die Dämonenkönige, die seine Untergebenen sind, zulassen, dass sein Name geändert wird. Er beschließt, selbst zu Ivis zu gehen, um herauszufinden, was vor sich geht. Anos zeigt Ivis seinen Namen, aber Ivis reagiert nicht darauf. Anos drückt mit seiner Hand gewaltsam auf Ivis Kopf, um sein Gedächtnis zu lesen und erfährt, dass auch Ivis Gedächtnis manipuliert wurde. Anos wagt es als Schüler, Ivis Kopf zu drücken, sehr zur Überraschung der anderen Schüler. Ivis, der spürt, dass sein Gedächtnis ausspioniert wird, fordert Anos allein außerhalb des Klassenzimmers zum Gespräch auf. Ivis kann nach dessen Erklärung immer noch nicht glauben, dass Anos der Dämonenkönig ist und beschließt, Anos Aufenthaltsort heimlich zu beobachten. Zu diesem Zweck lässt er eigens den Dungeon erkunden. Dieser Dungeon war einst Anos Schloss und Anos kennt es sehr gut. Er führt Mischa und Sascha bis auf den Grund, den noch nie jemand erreicht hat. Neben dem Zepter des Dämonenkönigs gibt es dort auch verschiedene wertvolle Gegenstände. Mischa und Anos finden in dem Raum ein rotes Gewand, das Sascha passt. Morgen ist der 15. Geburtstag von Mischa und Sascha und Mischa beschließt, Sascha das Gewand zum Geburtstag zu schenken. Als Sascha davon erfährt, wird sie plötzlich ein wenig seltsam. Wenige Augenblicke später holt sie Anos unter dem Vorwand, neue Kleider anprobieren zu wollen, aus dem Zimmer. Als Anos ins Zimmer zurückkehrt, liegt Mischa verletzt auf dem Boden. Sascha gibt zu, dass sie Mischa verletzt hat, um das Zepter des Dämonenkönigs an sich zu reißen. Sie sagt dies und flieht aus dem Raum. Anos glaubt, dass Sascha lügt. Wenn sie es auf das Zepter abgesehen hätte, kann sie mit dem Zepter verschwinden, während sie und Mischa im Raum sind. Er beeilt sich, Mischa mit
dem Zauberspruch zu heilen, denn er will herausfinden, was gerade passiert ist. Erst dann verrät Misha das Geheimnis zwischen ihnen. In Wirklichkeit sind Misha und Sascha keine Zwillinge. Vor 15 Jahren plante Ivis, einen starken Erben des Dämonenkönigs zu zeugen. Mit Hilfe von Magie trennte er ein neues Baby von der Seele der neugeborenen Sascha ab, das er Misha nannte, und gab es einer zivilen Familie zur Erziehung, in der Hoffnung, dass sie unterschiedliche Fähigkeiten bekommen würden. 15 Jahre später sollte Misha automatisch mit Saschas Körper verschmelzen. Von da an erhält Sascha die doppelte Kraft und Misha verschwindet. Misha versuchte nie, sich Ivis Magie zu widersetzen und versuchte immer wieder mit Sascha auszukommen, aber Sascha reagiert immer kalt. Sie versteht nicht, warum Sascha sie so sehr hasst, wo sie doch zwei in einem sind. Anos beschließt, Misha zu helfen, die Antwort zu finden, und bringt sie zu Sascha. Sascha sagt, dass sie antworten wird, wenn Anos einen sehr schwierigen Zauber ausführen kann, wie sie es anordnet. Anos spricht den von Sascha befohlenen Zauber aus, und als er ihn vollenden will, entdeckt er, dass dieser Zauber Sascha mit Mischas Körper verschmelzen soll. Misha stoppt den Zauber und umarmt Sascha ganz fest. Sascha spricht ihre wahre Meinung aus. Seit ihrer Kindheit wurde sie als Monster behandelt, weil ihre Augen seltsam aussahen, und nur Misha war bereit, sich ihr zu nähern. Sascha weiß, dass sie, solange Misha sich aktiv gegen die Fusion wehrt, mit Mischas Körper verschmolzen wird, damit Misha nicht verschwindet. Im Laufe der Jahre hat sie so getan, als würde sie Misha hassen, in der Hoffnung, dass Misha sie hassen wird. Anos hört sich Saschas Aussage an und gesteht, dass er eine Möglichkeit hat, sie alle am Leben zu erhalten. Er kann sie mit Hilfe von Magie in die Zeit vor 15 Jahren zurückschicken, und solange sie von ihren früheren Ichs getrennt sind, können sie eine vollständige Seele haben. Anos Worte geben Sascha und Misha Hoffnung. Doch Anos Ansatz hat einen fatalen Nachteil. Sascha und Misha werden nach der Verschmelzung mit ihrem früheren Ich nicht stärker werden. Ivis versteckt sich in einer Ecke und hört alles mit. Er kann die Zerstörung seiner Errungenschaften nicht ertragen und plant, sich an Anos heranzuschleichen, wird aber von Anos weggeschossen. Nachdem Anos Ivis ausgeschaltet hat, aktiviert er sofort seine Magie, um Sascha und Misha in die Vergangenheit zu schicken. Was er nicht erwartet, ist, dass er beim Wirken der Zeitmagie durch den Gott der Zeit blockiert wird. Der Gott der Zeit hat keinen physischen Körper und kann Ivis nur große Macht verleihen, um Anos anzugreifen. Anos kämpft gegen Ivis, während er die beiden Mädchen beschützt und ihnen hilft, in der Zeit zurückzureisen und ihre Verschmelzung zu vollenden. Am Ende setzt Anos seine ganze Kraft ein, um Ivis zu töten. Nachdem Anos Ivis wiederbelebt hat, gibt er ihm sein Gedächtnis zurück und bringt ihn dazu, Anos wieder die Treue zu halten. Anos gibt Ivis dann den Auftrag, die Geschichtsfälschung von 6 der anderen Dämonenkaisern zu untersuchen. Am nächsten Morgen sind weder Sascha noch Misha verschwunden und sie sind endlich in der Lage, gleichzeitig in dieser Welt zu leben. Nach diesen Turbulenzen beginnt für Anos ein friedliches Leben. In der Schule lernt er zwei neue Freunde kennen und einer von ihnen ist Lei, ein Austauschschüler. Als Lei zum ersten Mal an der Dämonenkönig-Akademie ankommt, zeigt er ein großes Talent für die Schwertkunst und besiegt 2 Dämonenkaiser, die für den Unterricht in Schwertkunst zuständig sind. Bei einem Schwertkampf verliert er jedoch gegen Anos, der fucking Äste als Waffe benutzt. Lei bewundert Anos Stärke und ergreift die Initiative, sich Anos Team anzuschließen. Ein weiterer Freund, den Anos kennt, ist Leis Freundin Misa, ein Mitglied der Unitaria. Das Ziel der Unitaria ist es, den Adel und das einfache Volk gleichberechtigt zusammenleben zu lassen. Misa findet Gefallen an Anos Stärke und lädt ihn ein, Mitglied der Unitaria zu werden. Anos trifft sich mit dem Anführer der Unitaria, Melhaes, unter 4 Augen und unter der Anleitung von Misa. Melhaes ist einer der 7 Dämonenkaiser und der einzige Dämonenkaiser, der sich an Anos als Dämonenkönig erinnert. Vor 2000 Jahren, als Anos die Barriere schuf, wurde Melhaes versehentlich vom Dämonenreich isoliert. Melhaes brauchte lange, um einen Weg zu finden, in die Dämonenwelt zurückzukehren und musste dann feststellen, dass die Erinnerungen der Dämonen manipuliert worden waren. Melhaes hatte nicht genug Macht, um den Zustand zu ändern und konnte nur in aller Ruhe auf Anos Reinkarnation warten. Nun ist dieser Tag endlich gekommen. Nach ihrem Gespräch erinnert Melhaes Anos daran, dass mehrere Dämonenkaiser Anos in den Schwertkampfwettbewerb geschickt haben. Er befürchtet, dass sie Anos während des Schwertkampfturniers angreifen werden und versucht, Anos davon abzubringen, an dem Schwertkampfwettbewerb teilzunehmen. Anos ist das jedoch völlig egal und er nimmt mutig am Schwertkampfwettbewerb teil. Er schafft es mit großer Kraft bis ins Finale und erfährt, dass sein Finalgegner Lei ist. Vor Beginn des Kampfes wird Anos in der Lounge von Lei angegriffen, der ihm droht, ihn während des Kampfes zu töten. Anos erinnert sich an Melhaes Mahnung und vermutet, dass der Dämonenkaiser, dessen Erinnerungen manipuliert wurden, die Kontrolle über Leis Gedanken hat. Im Finale greift Lei Anos verzweifelt an und geht sogar so weit, seine Lebenskraft zu überstrapazieren, um seine Stärke zu erhöhen. Anos gelingt es schließlich, Lei zu besiegen, was ihn eine Menge Mana kostet. Plötzlich
werden Arnos und Lei in einen besonderen Raum gebracht, in dem Melhaes und die anderen beiden Dämonenkaiser ebenfalls versuchen, Arnos zu töten. Arnos untersucht den Raum und stellt fest, dass Melhaes Gedächtnis ebenfalls jetzt manipuliert wurde. Glücklicherweise hat Arnos Lei geholfen, seine Sinne wiederzuerlangen, als er Lei besiegte. Arnos überträgt Lei die Aufgabe, Melhaes festzunageln und tötet die beiden Dämonenkaiser. Arnos bemerkt, dass Melhaes fliehen will und schneidet ihm sofort die Beine ab. Arnos kehrt mit dem Rest des Volkes in die Arena zurück und lässt die beiden Dämonenkaiser wieder auferstehen und stellt ihre und Melhaes Erinnerungen wieder her. Die drei Dämonenkaiser werden Arnos gegenüber wieder loyal, aber keiner von ihnen erinnert sich daran, wer ihre Erinnerungen manipuliert hat. Zu diesem Zeitpunkt sieht Arnos, wie ein mysteriöser Mann mit einer Dämonenkönigmaske nicht weit entfernt auftaucht und in der nächsten Sekunde wieder verschwindet, und er vermutet, dass es sich bei dem anderen um einen falschen Dämonenkönig handelt, der sich für ihn ausgibt. Arnos bemerkt nicht, dass, als der geheimnisvolle Mann auftaucht, auch Lei vorerst verschwindet. Da Arnos die Magie im Voraus arrangiert hat, sehen die umstehenden Zuschauer nicht, was gerade passiert ist, sondern nur, dass Arnos Lei besiegt und zum Champion wird. Die Belohnung für diesen Kampf ist ein magisches Schwert, und es ist Sascha, die den Preis überreicht. Als sie den Preis überreicht, nutzt sie die Gelegenheit, Arnos zu küssen. Das gesamte Publikum jubelt in diesem Moment über diesen Kuss. Nach dem Schwertkampfwettbewerb hält die Dämonenkönig-Akademie eine neue Veranstaltung ab. Da die Dämonenwelt und die Menschenwelt seit 2000 Jahren voneinander getrennt sind, hat der Hass zwischen Dämonen und Menschen allmählich nachgelassen. Die Dämonenkönig-Akademie beabsichtigt, Studenten zum Austausch und Studium an die Heldenakademie in der Menschenwelt zu schicken. Arnos findet, dass die anderen Gefährten zu langsam gehen, und zaubert, um sie zur Heldenakademie zu teleportieren. Das Menschenmädchen Eleonore ist dafür zuständig, sie zu empfangen. Eleonore ist die freundlichste Person, die Arnos in der Heldenakademie getroffen hat, und er erfährt von ihr zwei Dinge. Erstens, dass der Name des Dämonenkönigs derselbe ist wie der, der von den Menschen aufgezeichnet wurde. Zweitens ist Kanon, der Held, nach dem Tod des Dämonenkönigs auf unerklärlicher Weise verschwunden, und viele vermuten, dass er getötet wurde. Arnos hat Kanon immer als bewundernswerten Rivalen betrachtet und beschließt, die Wahrheit über Kanons Verschwinden herauszufinden. Bald darauf treffen auch andere Schüler der Dämonenakademie an der Heldenakademie ein. Menschen und Dämonen messen sich in einem Wettkampf zwischen einem menschlichen Schüler und einem edlen Dämonenjungen. Diego, der Direktor der Heldenakademie, setzt heimlich Magie ein, um den edlen Jungen unfähig zu machen, seine Kräfte einzusetzen. Arnos durchschaut Diegos Tricks, spricht verschiedene furchterregende Zaubersprüche, um Diegos Magie aufzuheben, und beschwört eine heilige Klinge, um die Menschen zu provozieren. Die Menschenschüler sind fassungslos, denn gewöhnliche Dämonen können die heilige Klinge nicht beschwören. Diego weist ängstlich darauf hin, dass Arnos die Reinkarnation des Dämonenkönigs sein muss, aber niemand im Raum glaubt Diegos Worten. Das Einzige, was die Adligen unter den Dämonenschülern interessiert, ist, dass der bürgerliche Arnos sich besser benimmt als die Adligen. Um die Würde des Adels zu retten, ergreifen sie die Initiative und laden menschliche Schüler zum Kampf ein. Sie legen den Austragungsort für den Wettbewerb auf den Grund eines Sees. Ehe sie sich versehen, geben die Menschenschüler das von den Dämonen gefürchtete Weihwasser in den See, wodurch die adligen Schüler schwer verletzt werden. Zu diesem Zeitpunkt schlägt Arnos erneut zu. Er beschwört einen riesigen Meteoriten, der in den See fällt und sofort das gesamte Wasser verdampft und besiegt die Menschenschüler mit Leichtigkeit. Einige der Menschenschüler sind jedoch nicht überzeugt und fordern Arnos heraus. Als Arnos den Meteoriten erneut herbeiruft, wirken sie gemeinsam einen Zauber, um den Angriff des Meteoriten abzuwehren. Zu diesem Zeitpunkt zeigen die Menschenschüler plötzlich große Boshaftigkeit. Um ihn zu töten, sind sie sogar bereit, ihre eigene Lebenskraft zu überstrapazieren. Arnos Gefährten eilen ihm im Kampf zur Hilfe. Während des Kampfes hört Arnos, wie Eleonore ihm von einem nahegelegenen Schrein aus ein Notsignal sendet. Schnell weist er Mischa an, Eleonore zu helfen. Unerwartet wird Mischa, sobald sie am Tempel ankommt, von Diego, dem Direktor der Heldenakademie, angegriffen. Diego hasst den Dämonenkönig und die Dämonen, und die menschlichen Schüler kämpfen unter seiner Kontrolle. Gerade als Diego im Begriff ist, Mischa zu töten, beendet Arnos den Kampf rechtzeitig und erscheint im Tempel. Arnos bestraft Diego wütend mit Magie und verwandelt ihn in seinen meistgehassten Dämon. Dann heilt Arnos Mischa und bringt sie in den Raum, in dem sich Eleonore befindet. In Wirklichkeit ist Eleonore kein Mensch, sondern ein magisches Werkzeug, das dazu dient, die Gedanken der Menschen zu kontrollieren. Vor 2000 Jahren versuchte Kanon, die Menschen dazu zu bringen, nach dem Tod des Dämonenkönigs den Hass auf Dämonen aufzugeben. Kanons Lehrer, Jerga, hasste Dämonen so sehr, dass er Kanon tötete, um alle Dämonen zu vernichten. Jerga gründete auch die Heldenakademie und schuf Eleonore, um den Geist der Schüler zu kontrollieren und sie dazu zu bringen, Dämonen weiterhin zu hassen. Glücklicherweise kann Kanon sich selbst wiederbeleben. Seine Wiederauferstehung vermittelte Eleonore das Konzept des Friedens, sodass Menschen und Dämonen 2000 Jahre lang
lang friedlich zusammenleben konnten. Der derzeitige Präsident, Diego, ist jedoch ein Dämonenhasser, genau wie Jerga. Nachdem er Ados als Dämonenkönig anerkannt hat, will er Eleonore benutzen, um die menschlichen Schüler dazu zu bringen, Ados zu töten. Also bittet Eleonore Ados um Hilfe. Sobald Eleonore zu Ende gesprochen hat, bricht Diego in den Raum ein. Er hat bereits Magie eingesetzt, um seine menschliche Gestalt wiederherzustellen und bringt viele Helfer mit. Als Diego und Ados aufeinander losgehen wollen, erscheint der geheimnisvolle Mann mit der Maske eines Dämonenkönigs und drei Dämonenkaisern. Der maskierte Mann, der behauptet, der Dämonenkönig zu sein, ist gekommen, um der Menschheit den Krieg zu erklären. Schon bald kehrt der falsche Dämonenkönig in das Dämonenreich zurück und beginnt, Dämonen für den Krieg zu mobilisieren. Diego kümmert sich nicht um die Auseinandersetzung mit Ados und ruft die Menschen auf, die Dämonen zu bekämpfen. Ados bemerkt, dass die Waffe, die der falsche Dämonenkönig benutzt, Kanons exklusive heilige Klinge ist und vermutet, dass der falsche Dämonenkönig Kanon sein könnte. Er kehrt mit seinen Gefährten in die Dämonenwelt zurück und findet den falschen Dämonenkönig, um ihn zu identifizieren. Der falsche Dämonenkönig benutzt Magie, um eine schwarze Barriere zu erschaffen, die ihn und Ados einschließt. Er gibt zu, dass er Kanon ist und erzählt eine Geschichte aus der Vergangenheit. Nach Ados Tod war Kanon der Meinung, dass er als Held mehr für den Frieden bezahlen sollte. Er sagte voraus, dass Ados in der Zukunft in das Dämonenreich reinkarnieren würde, da er befürchtete, dass Ados in einen erneuten Krieg zwischen Menschen und Dämonen verwickelt werden würde, also schaffte er es, den Namen des Dämonenkönigs im Gedächtnis aller zu ändern. Aus Sorge, dass seine Methode nicht sicher genug war, verwandelte sich Kanon in einen Dämon namens Lei, der sich als Dämonenkönig ausgab, um an Ados Stelle getötet zu werden, als dieser von den Menschen verdächtigt wurde. Ados lehnt Kanons Freundlichkeit ab, da er glaubt, dass er mit allem fertig wird. Nachdem sie sich gestritten haben, beschließen sie zu kämpfen, um ihre Differenzen beizulegen. Sie sind gleich stark und keiner kann leicht gewinnen. Kanon zieht die Ausrüstung des Heldenkriegers an, um seine volle Kraft zu entfalten. In diesem Moment wird Ados absichtlich von Kanon durchbohrt. Unmittelbar danach setzt er die Maske des Dämonenkönigs auf und zerstört die schwarze Barriere. In diesem Moment befinden sich Dämonen und Menschen außerhalb der Barriere im Krieg. Und als sie sehen, wie der Held Kanon den Körper des Dämonenkönigs durchbohrt, hören sie, wie der Dämonenkönig den Dämonen befehlt, den Krieg zu beenden. Kanon sieht, wie sich Ados in Luft auflöst, versteht seine Absichten und erklärt direkt den Tod des Dämonenkönigs, indem er alle Menschen auffordert, den Kampf einzustellen. Sowohl die Menschen als auch die Dämonen wollen sich zurückziehen, aber Diego weigert sich. Er opfert seine Seele, um Jergas Seele herbeizurufen und gibt Jerga höchste Macht, um gegen Kanon zu kämpfen. Als Seele kann Jerga durch gewöhnliche Angriffe nicht beschädigt werden und ist außerdem super stark. Selbst mit den vereinten Kräften von Kanon und Ados Gefährten kann Jerga nicht besiegt werden. Genau in diesem Moment taucht wie durch ein Wunder Ados auf. Es stellt sich heraus, dass Ados eine besondere Fähigkeit hat, die es ihm ermöglicht, nicht zweimal durch dieselbe Bewegung verletzt zu werden. Vor 2000 Jahren wurde er einmal von Kanon durch seine verwundbare Seele gestochen. Sein Verschwinden vorhin war nur eine von ihm geschaffene Illusion. Ados beginnt, mit Kanon gegen Jerga zu kämpfen. Auch wenn Jerga eine Seele ist, kann er dem Angriff des Helden und des Dämonenkönigs nicht widerstehen. Schließlich wird Jerga besiegt und löst sich in Luft auf. Seitdem sind Kanon, der Held und der Dämonenkönig Ados offiziell Freunde geworden und bewachen gemeinsam den Frieden der Welt. So endet auch die erste Staffel dieses Anime. In diesem Anime sagt Ados etwas, das mich sehr beeindruckt. Er sagt Kanon, dass Dämonen in den Augen der Menschen böse sind und dass der Frieden wiederhergestellt werden kann, indem die Welt der Dämonen zerstört wird. Aber für Dämonen sind die Menschen, die unzählige ihrer Gefährten töten, die eigentlichen Bösen. Ados ist der Meinung, dass keine der beiden Seiten zwischen Dämonen und Menschen gerecht ist und dass der Krieg zwischen ihnen sinnlos ist. Nachdem ich Ados zugehört habe, wird mir klar, dass wir Dämonen als Bösewichte betrachten, wenn wir Geschichten lesen, weil wir die Dinge nur aus der Perspektive der Menschen wahrnehmen. Dank dieses Anime habe ich durchaus Mitleid mit diesen armen Dämonen. Vielleicht haben weder die Dämonen noch die Menschen etwas falsch gemacht. Sie müssen nur einen Weg finden, den Hass zu beseitigen, so wie Ados und Kanon es tun. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch die zweite Staffel im Simulcast anschaut und ob ihr euch am Ende der Season von dieser auch nochmal eine Zusammenfassung wünscht. Ansonsten lasst dem Video wie immer gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal für täglich neue Anime-Zusammenfassungen. Das war's erstmal von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.